Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, wer hätte das gedacht? Nach der dusseligen Ansiedlungsaktion der Wölfe und der Bären muss man nun doch dann mal zur Flinte greifen. Aufgrund des Klimawandels könnten wir vielleicht in Zukunft auch Alligatoren und Tiger hier ansiedeln. Dann können wir noch mehr rumballern. Unsere Gutmenschen haben damit zu tun, dass bei uns die Kühe viel porzen und die Umwelt zerstören und zum Klimawandel beitragen. In anderen Regionen haben die Menschen ganz andere Sorgen. Da merkt man doch, dass letztendlich dem Menschen das Hemd doch näher als die Hose ist. Also Durst macht erfinderisch. Unsere Heimatschutzexperten haben einen Mordssieg errungen. Die DHL-Lieferanten und Auslieferer hatten sich in diesen Block nicht mehr reingetraut. Irgendwas wurde wohl unternommen. Jetzt trauen sie sich wieder rein, dass sie da dann irgendwie das SEK oder eine Privatarmee brauchen. Das ist dann recht nebensächlich. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen könnte man denken. Aber nein, unsere Mozzi, die hat festgestellt, dass Deutschland eine Therapie braucht. Ja, liebe Mozzi, warum wohl? Aber du kannst sicher sein, dass es nicht nur in Deutschland so, auch andere europäische Staaten brauchen wohl eine Therapie. Irgendwas ist hier nicht ganz im Lot mehr. Und ja, vielleicht kommst du drauf, woran das liegen könnte. Einen weiteren Geniestreich hat Herr Zelensky. Der hat jetzt einen Siegesplan vorgelegt. Er hat ihn zur Begutachtung dem amerikanischen Präsidenten, der öfter mal nicht mehr weiß, wo er ist, vorgelegt und wartet jetzt auf dessen fachmännische Antwort. Herr Zelensky ist sicher froh, wenn er eine positive Antwort kriegt. Dann kann er sich um eine weitere Pipeline in der Ostsee kümmern. Die Superlative in diesem Land kennen keine Grenzen. Ein CDU-Politiker warf der AfD Machtergreifung vor. Machtergreifung, da war doch was. Das ist doch etwas ganz, ganz Böses. Um Gottes Willen, hoffentlich rollen jetzt nicht wieder die Panzer. In diesem Sinne, Leute, bleibt wachsam, bleibt aufmerksam, geht hinaus, sagt eure Meinung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst euch keine Angst und Panik machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.